Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu Part Nummer 1 unseres Zusammenwachsen-Let's Plays. Ich bin so aufgeregt und ich freue mich so sehr, euch endlich die Familie vorzustellen und endlich euch das Haus zu zeigen. Auf Insta habe ich ja schon ein paar Eindrücke geteilt und ihr fandet es auch sehr hübsch. Ihr habt ja gerade schon die Morgenroutine von der lieben Amber gesehen und ich will auch gar nicht mehr lange drum rumlabern. Wir gehen jetzt direkt rein ins Spiel und ich zeige euch alles. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hier seht ihr unsere zwei Protagonisten. Hier haben wir einmal die Amber und den lieben Owen. Die zwei sind verheiratet und Amber ist bereits schwanger, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Und sie machen hier gerade ein richtig süßes Nickerchen zusammen. Während sie hier noch schön schlummern, zeige ich euch mal ein paar Merkmale von den beiden. Wir fangen an mit Amber. Sie ist familienbewusst, fröhlich und eine Genießerin. Warum, erfahrt ihr gleich. Und sie ist häuslich, weil sie das Bestreben, große glückliche Familie hat. In dem Let's Play soll es ja komplett darum gehen, eine schöne Familie aufzubauen, und deshalb dachte ich, passt das ganz gut. Meilensteine hat sie wahrscheinlich noch nicht so viele. Ja, ihr erstes Techtelmechtel, sonst wäre sie nicht schwanger. Geheiratet hat sie, genau, die zwei sind verheiratet. Sie ist verliebt in Owen, schon mal sehr gut. Und verlobt waren sie natürlich auch, genau. Ansonsten hat sie noch nichts, weil ich sie ja auch erst frisch erstellt habe. Vorlieben hat sie auch ein paar. Musik habe ich ihr gegeben, dass sie Latin Pop mag, Hip-Hop, Retro, Jazz und Soul-Musik. Und Klassik mag sie nicht so. Hobbys hat sie Backen, Kochen und Singen. Warum Backen, erfahrt ihr noch. Dann mag sie Gelb. Also sie ist eine farbenfrohe, positive Person, würde ich mal so sagen. Sim-Charakteristika hat sie emotionaler Sim, optimistischer Sim, familienorientierter Sim und lebhafter Sim. Also eine optimistische, lebhafte Person. Und Gesprächsthemen mag sie gerne flirten, albernes Verhalten, Zuwendung. Und nicht mag sie streiten und Beschwerden. Also sie ist eine Frohnatur. Fähigkeiten hat sie aktuell noch nicht so viele. Sie hat Charisma, Kochen und Tiererziehung. Und sie muss Pipi. Die Schwangerschaftsblase meldet sich. Oh, mir fällt gerade auf, die zwei heißen noch gar nicht gleich mit Nachnamen. Das finde ich so doof. Ich dachte, früher hat sich das automatisch geändert. Aber gut, das können wir dann noch ändern. Das hier ist ihr Ehemann Owen. Ah ja, sie sind beide junge Erwachsene. Owen ist ein Bücherwurm, familienbewusst, ein Snob und häuslich, weil er auch ein Familienbestreben hat, nämlich erfolgreicher Abstammung. Ich wollte nicht beiden dasselbe geben und das passt ja eigentlich auch ganz gut. Ansonsten, Meilensteine hat er dieselben. Musik mag er Soulmusik. Als Hobbys hat er Kochen, Snowboarden und Schreiben. Und Gesprächsthemen mag er Flirten und Geschichten. Seine Sim-Charakteristika ist, er ist ein lustiger Sim, ein familienorientierter Sim und auch ein optimistischer Sim. Und seine Lieblingsfarbe ist blau. Deswegen hat er auch eine blaue Hose und ein blaues Hemd an. Und last but not least haben wir hier den Hund Emil. Ist er nicht süß? Er ist ein Boxer und ein Zuckerstück. Ein absolutes Zuckerstück. Ich wollte einfach mal wieder mit einem Hund spielen. Das mache ich so selten. Vielleicht meine Katze in Sims. Aber mit Hunden spiele ich echt sehr selten. Die liebe Amber ist hier gerade am Backen. Und das ist ja eins ihrer Hobbys. Das hat den Grund, dass sie eine Bäckerin ist. Also sie hat ihr Hobby zum Beruf gemacht und hat eine eigene Bäckerei. Die schauen wir uns nachher auch gleich noch an. Und deshalb backt sie jetzt hier schon mal zu Hause ein paar Cupcakes. Sie soll sich ja aktuell ein bisschen schonen, weil sie schwanger ist. Aber ein bisschen backen geht schon. Und während sie das macht, würde ich sagen, zeige ich euch mal das Haus. Wir fangen von außen an. Also wir sind in San Sequoia. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber ich wollte der Welt mal noch eine Chance geben. In meinem letzten Review-Video vom Pack war ich ja nicht so begeistert, bin ich auch immer noch nicht, aber ich will die Welt ausprobieren. Deswegen dachte ich mir, platzieren wir das Haus hier hin. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich ja später immer noch umziehen. So, das ist das Haus von außen. Falls ihr euch das auch holen wollt, das habe ich aus der Galerie und das heißt folgendermaßen Family of Five Suburban Home. Also müsst ihr einfach eingeben, dann findet ihr das bestimmt. Ich habe es allerdings innen komplett umgeräumt, also andere Möbel platziert und auch ein bisschen die Wände umplatziert. Dann gehen wir mal rein, würde ich sagen.
Hier steht man dann direkt im Flur und ich will in diesem Let's Play unbedingt persönliche Fotos von den Sims erstellen. Da gibt es ja diesen Mod, wo man eben die dann in so schöne Bilderrahmen machen kann und das finde ich so, so süß, wenn man dann die Sims so im Laufe der Zeit immer mal wieder festhält und besondere Momente festhält. Das hier ist jetzt der erste Tag im neuen Haus gewesen, finde ich zuckersüß. Ja, hier ist der Flur, simpel und schlicht. Hier ist noch der Futternapf von Emil. Dann geht man hier direkt in die Küche und ich finde diesen Torbogen so, so schön. Beziehungsweise Küche und Esszimmer ist das hier. Also hier ist das Esszimmer. Ihr findet hier auch immer mal wieder im Haus leere Bilderrahmen, wo ich dann noch Bilder reinmachen möchte, wenn dann die Familie komplett ist. Und natürlich dann, wie das Kind aufwächst und so. Also hier Esstisch, simpel und schlicht. Und hier ist die riesige Küche für Amber, weil sie natürlich sehr gerne backt und kocht. Deswegen braucht sie auch eine große Küche mit wunderbarem Ausblick in den Garten. Dann gehen wir mal in diese Tür hier rein. Hier ist das erste Badezimmer mit Dusche, Klo, ganz simpel. Dann haben wir hier wieder so einen schönen Torbogen und kommen hier dann ins Wohnzimmer. Und das finde ich auch richtig gemütlich. Das, liebe Leute, ist übrigens ein Fernseher. Habe ich euch auch schon mal in einem Mod-Video vorgestellt. Finde ich toll. Und hier hinten steht dann noch ein Keyboard, falls mal irgendjemand von den beiden Keyboard lernen möchte. Vielleicht hat Amber da Lust dazu. Und hier ist dann auch noch der Schlafplatz von Emil. Und wenn wir durch diese Türe gehen, finden wir Owen. Das ist nämlich Owens Bereich. Da er ja als Freelancer-Schriftsteller arbeitet, ist er viel zu Hause am Arbeiten oder die meiste Zeit eigentlich zu Hause am Arbeiten. Und deswegen dachte ich mir, hat er ein großes Büro verdient mit auch hier noch ein paar leere Bilderrahmen, wo ich noch Bilder von den Kindern oder dem Kind, ich weiß noch nicht, wie viele Kinder wir kriegen, reinmachen möchte. Und hier hat er dann seinen schönen Schreibtisch, wo er hoffentlich bald mal Bestseller schreibt. Und hier ist noch die Heiratsurkunde von den beiden. Auch so sehr cute, dass es das jetzt mittlerweile gibt. Und die Aussicht hier ist auch schön. Auf die Brücke von San Sequoia. So, das war's hier unten. Dann gehen wir mal hoch. Hier habe ich auch ganz viele leere Bilderrahmen, weil ich das immer schön finde, wenn man im Flur so eine Bildergalerie macht. Und hier ist noch ein leeres Zimmer. Das wird das zukünftige Kinderzimmer. Und hier ist dann das Schlafzimmer von den beiden. Das liebe ich. Oh, ich finde das so schön. Das ist so hell und freundlich und gemütlich durch den Teppichboden. Ich verwende ja sonst nie Teppichboden in Sims, aber diesmal fand ich das irgendwie passend. Genau, hier ist dann noch so eine schöne Kommode. Da möchte ich auch noch ganz viele Bilder hinmachen von den beiden. Und hier ist das Hochzeitsfoto. Ist das nicht zuckersüß? Ich lieb's. Das ist echt toll. Genau, hier ist noch ganz viel leer, weil ich möchte noch so Designer-Handtaschen runterladen für Amber. Weil ich mir gedacht habe, vielleicht sammelt sie das. Aber hatte ich noch nicht die Gelegenheit. Vielleicht zum nächsten Part. Und wenn man hier durchgeht, ist dann das Elternbadezimmer. Hier haben sie eine Badewanne und ja, alles, was man halt so braucht. Und dann gehen wir jetzt noch schnell in den Garten. Wenn man hier im Flur nämlich steht, kann man hier raus auf die Terrasse. Und da liegt ein Häufchen von Emil. Sehr schön, sehr schön. War wohl jemand nicht Gassi heute? Doch, wir waren heute Gassi. Und hier ist dann ein riesiger Sitzbereich, wo die Familie dann hoffentlich schöne Grillabende verbringen kann. Und hier ist auch noch eine Feuerstelle. Und natürlich darf ein Pool auch nicht fehlen. Aber hier fehlt eine Leiter, fällt mir gerade auf. Und was ist das überhaupt? What's this? Okay, ignorieren wir mal. Hier ist dann noch so eine schöne Lounge-Liege, beziehungsweise zwei. Und hier habe ich schon mal das Baumhaus platziert. Das möchte ich, dass Owen dann mit seinem Kind zusammen baut, wenn es dann mal größer wird. Und das war's. Hier das Haus nochmal von der anderen Seite. Ich liebe das Haus. Von der Form hätte ich niemals so hinbekommen. Deswegen habe ich einfach ein fertiges runtergeladen. Ich habe übrigens jetzt mal auf die Sims 3 Kamera umgestellt. Ich habe sonst tatsächlich immer mit der Sims 4 Kamera gespielt. Aber ich finde die echt gut. Ich habe nur ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten. Aber ansonsten finde ich sie besser wie die alte. So, da sind die Cupcakes. Oh wow, sieht das nicht großartig aus? Dann würde ich sagen, lassen wir sie jetzt noch schnell aufs Klo gehen und dann sehen wir uns in der Bäckerei wieder. Die Bäckerei ist im Hafenviertel. Komm, wir nehmen Emil nicht mal mit. Kann Owen in Ruhe arbeiten zu Hause. Ta-da-da-ta! Sieht es nicht absolut großartig aus hier im Hafen von San Sequoia. Das war ursprünglich mal ein Blumenladen aus der Galerie, den ich umgebaut habe. Und wir schauen einfach mal rein. Also hier draußen kann man sich theoretisch hinsetzen und
seine gekauften Leckereien schon mal essen oder sich auch einen Kaffee holen und den essen, trinken. Und wenn wir hier reinkommen, stehen wir direkt in dem wunderschönen Bäckerladen. Ich würde hier definitiv einkaufen. Hier sind ganz viele Truhen, wo Amber ihre Leckereien ausstellen kann. Dann kann man sich hier auch noch mal gemütlich hinsetzen. Hier kann man sich auch gemütlich hinsetzen und in der Zeitung blättern. Und die Bilder hier finde ich auch so passend. The secret ingredient is always love. Ach, dann gibt es hier noch ein bisschen Kaffee zu kaufen, Kaffeebohnen. Und hier gibt es auch noch ein Weinchen zu kaufen. Hier hinten sieht man das Bakery-Menü, was es so zu kaufen gibt. Und ein Kundenklo gibt es natürlich auch. Sehr, sehr klein. Und wenn wir nach oben gehen, stehen wir in dem riesigen Backstudio von Amber. Ist es nicht absolut grandios. Hier kann sie sich komplett austoben, hat hier 4 Ofen, kann gleichzeitig 4 Sachen in den Ofen tun, hat 2 Kühlschränke. Hier noch diese altbekannte Törtchenfabrik. Also hier bleiben keine Wünsche offen, glaube ich. So, und ich würde sagen, wir platzieren doch jetzt direkt mal die Cupcakes, die sie angefertigt hat. Und ich habe hier noch ein paar Vanilletörtchen, die wir auch da reinstellen können. Oh, sieht das nicht grandios aus? Und dann würde ich sagen, ist der Laden mal eröffnet. Ich habe das nämlich noch nie gemacht. Wie funktioniert denn das? Hier, öffnen. Und das kann ich jetzt zum Verkaufen markieren. Okay. Ja, das muss ich dann mit den Weinflaschen auch noch machen. Und mit dem Kaffee natürlich auch. Die Presse gibt es hier auch zu kaufen. Komm. Oh, wunderbar. Dann machen wir hier noch ein bisschen. Ich lasse sie mal hier hingehen. Dann soll sie mal noch das Radio einschalten, so ein bisschen Berieselung. Oder wir machen Soul, warum nicht? Man kann Werbung kaufen, Internetkampagne, ja cool. Ich habe dieses Erweiterungspack schon so lange, aber ich habe da noch nie so wirklich mitgespielt. Also es ist schon Jahre her. Jahre. Wie cool. Ja gut, dann würde ich sagen, geht sie schon mal hoch und macht neue Sachen. Ich möchte auch gerne mal diese Törtchenfabrik hier ausprobieren. Mokka-Minze-Törtchen, ja komm. Oh, unsere ersten Gäste sind da. Die Bella kauft bei uns ein. Und Eliza Pancakes. Ist es nicht toll? Ja, guckt euch diese Törtchen an. Die sind sehr, sehr schön. Ich würde sie selber kaufen. Oder überlegt sie aber. Und hat sie jetzt was gekauft? Ich weiß es nicht. Nee. Sie sind schwer am Überlegen. Schwer am Überlegen. Das Kind schaut sich die Weinflaschen an. Das ist vielleicht nicht so passend für ein Kind, aber okay. Sie sind alle noch ein bisschen... Oh, ein B-Promi kauft auch bei uns ein. Okay. Okay. Oh, die Törtchen sind schon fertig. Dann können wir die ja auch direkt unterstellen. Und komm, dann kümmere dich mal um deine Kunden. Oh, da setzen sie sich schon direkt hin. Grüß doch mal deine Kunden. Wir müssen heute eh noch voll viele Leute kennenlernen. Die ist nämlich im zweiten Trimester in 5 Stunden und ich würde eigentlich gerne noch eine Babyparty machen, bevor das Baby kommt. Wir müssen auch noch zum Ultraschall, weil ich weiß selber noch nicht, ob es Mädchen oder Junge wird. Also das ist alles sehr aufregend. Agnes Knautschgesicht ist auch hier. Das ist doch toll. Direkt mal ein bisschen Kundenakquise machen hier. Hallo, schön, dass ihr in meinem Laden seid. Oh, das Babybäuchchen sieht so süß aus. Das steht ihr so gut. Sie sieht auch echt hübsch, happy aus. Sie sieht wirklich happy aus. Ich glaube, sie lebt genau das Leben, was sie gerade leben möchte. Könnte nicht besser laufen. Das soll auch so ein richtiges Happy Let's Play werden. Also mit wenig Drama, einfach Happy Family. Vielleicht wird es mir irgendwann zu langweilig und es gibt auch noch Drama. Aber aktuell bin ich mehr so, ich möchte mit den Infants spielen, mit den Säuglingen und ja. Warum kauft denn niemand was? Ich kaufe, sobald du Zeit zum Kassieren hast. Ach so, ich muss da kassieren. Ja, Mensch. Wie mache ich das? Ah, ich bin überfordert. Ich bin absolut überfordert. Ach, die kommen nicht zur Kasse. Das ist das Problem. Okay, dann muss das hier woanders hin. Dann tauschen wir das mal kurz hier um. Geht das jetzt? Ach, die können das Objekt nicht nehmen. Ich glaube, ich habe herausgefunden, was das Problem ist. Ich muss diese Vitrinen andersrum hinstellen, dass sie natürlich da auch hinkommen. Ist das so? Was haben sie denn für Probleme? Ich verstehe es nicht. Nichts funktioniert. Absolut gar nichts. Das kann aber nicht wahr sein. Ach Leute, ich habe es rausgefunden. Es lag an den Tischchen hier vorne. Die waren im Weg. Drum ging es nicht. Warum konnte ich die Kunden nicht abkassieren? Keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert es jetzt. Und unsere erste Kundin ist Eliza Pancakes. Oh mein Gott. Wie aufregend. Was kauft sie denn? Oh, sie hat die ersten Muffins gekauft. Oh,
toll. Für 5 Simoleons? 5 Simoleons! Damit werden wir aber nicht reich. Damit werden wir ganz und gar nicht reich. Aber okay. Ich glaube, ich muss die Preise noch ein bisschen erhöhen. Weil 5 ist schon ein bisschen wenig. 56 Simoleons, okay. Na, immerhin. Aber jetzt ist auch schon Abend und ich würde sagen, wir schließen den Laden. Das war jetzt nicht ganz so ein erfolgreicher Tag, aber morgen wird's besser. Jetzt weiß ich ja, wie das funktioniert. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch nach Hause. Es ist ja schon dunkel. Ich soll mal kurz Emil sagen, dass er sein Geschäft erledigen soll. Damit du nicht wieder auf unsere Terrasse kackerst. Das wollen wir nicht. Ist das ein zustimmendes Bellen? Oh ja, okay. Er pinkelt auf der Stelle. Na, sehr gut. Na, sehr gut. Dann wollen wir mal schnell was zusammen essen. Ich weiß gar nicht, haben wir noch Reste? Ein Schokoladenkuchen. Ist jetzt nicht ganz so geeignet fürs Abendessen. Dann servieren wir was. Ich habe ja auch das Granny's Cookbook. Und da kann man ja so viele verschiedene Rezepte runterladen. Und jetzt gucken wir mal, ob hier irgendwas Leckeres dabei ist. Also haben alles so amerikanisch angehaucht. Chicken Alfredo, komm. Machen wir eine Familiengröße. Owen hat schon den Tag beendet und liegt auf der Couch und schaut Fernsehen. Hat er denn sein Buch fertig geschrieben? Oder hat er mal wieder nicht das gemacht, was er soll? Nee, hat er. Du sollst auch dein Buch fertig schreiben. Ich möchte nämlich erst, dass er seine Schreibenfähigkeit noch ein bisschen verbessert, bevor er dann Kundenaufträge annimmt. Nicht, dass das in die Hose geht. So, sehr schön. Schreib das fertig. Emma ist fleißig im Kochen. Chicken Alfredo. Und morgen früh, würde ich sagen, gehen wir dann direkt zum Frauenarzt und also beziehungsweise zum Ultraschall. Und dann machen wir auch noch eine Babyparty. Was hat sie für ein Problem? Ey, irgendwie haben meine Sims heute lauter Probleme. Was ist denn los? Fehlt ihr denn? Irgendwas fehlt ihr. Andios. Zweiter Versuch. Macaroni mit Käse. Mal gucken, ob das funktioniert. Oh, ihr Babybäuchlein ist schon voll groß. Das sieht man auch voll gut in dem Outfit. Oh, Emil hat, glaube ich, auch Hunger. Das könnte eigentlich Owen übernehmen, wobei er eigentlich schreiben soll. Okay. Wir lassen sie erst fertig kochen und dann soll sie Emils Schüssel füttern. Emils Schüssel füllen und ihn füttern. Ach, guck mal, das hat jetzt funktioniert. Sehr gut. Ich hätte aber gerne, dass ihr zusammen esst. Wie so ein glückliches Pärchen. Da sitzen sie und genießen ihr Abendessen. Romantisch zu zweit. Irgendwie bekommt ihr das Essen immer nicht so gut. Da wird ihr immer übel. Ich weiß auch nicht warum. Okay, sie essen wohl lieber im Stehen. Oh, oh, ihr Süßen. Ihr seid ja zuckersüß. Und weiter geht's. Und was hat sie denn? Oh, sie muss schon wieder Pipi. Irgendwie sind die zwei noch gar nicht müde, weil sie das Nickerchen da gemacht haben. Oh, sie sind gute Freunde geworden. Das freut mich. So, jetzt muss erst Owen aufs Klo und dann soll Owen noch ein bisschen arbeiten. Und Amber kann hier noch schnell aufräumen. Und das packe ich für sie in den Kühlschrank. Emil hat auch schon fein ausgegessen. Wo ist er denn? Im Wohnzimmer. Ja, ich weiß, meine Liebe, du musst jetzt relativ dringend aufs Klo. Husch, husch. Dann können wir uns eigentlich noch ein bisschen mit Emil beschäftigen. Was macht er denn? Ah, okay. Emil nimmt eine nächtliche Schwimmrunde im Pool. Ein nächtliches Bad. Schön, schön. Ist ja Sommer, wobei es ist ziemlich kalt. Ah, na gut. Ich würde eigentlich gerne noch ein paar Tricks mit ihm üben. Oh, war das Emil? Egal. Wir üben jetzt mal Sitz. Emil ist nämlich ein schlauer Hund, deswegen sollte er das relativ flott lernen, glaube ich. Er macht das ja schon ganz gut. Oh, ich liebe ihn einfach. Er ist so ein Süßer. Ja, fein. Fein macht er das. Sehr schön. Ja, der Schlafrhythmus von den beiden ist schon wieder richtig gut. Kennen wir denn jetzt Leute, die wir überhaupt einladen können zur Babyparty? Das ist mal die größte Frage. Ja, wir können halt nur Kunden. Aber das macht ja nichts. Dann laden wir halt ein paar Kunden ein. Das ist auch okay. Emil ist ein kluger Hund. Diese Hunde sind leichter zu erziehen, da sie schnell lernen. Genau. Emil hat den Buffet-Sitz gelernt. Sehr schön. Oh, dafür gibt es eine Umarmung und ein Lob und ein paar Streicheleinheiten. Nachdem Frauchen dein Pipi weggemacht hat. Wobei ich nicht gesehen habe, dass er gepinkelt hat. Vielleicht war er es gar nicht. Aber woher kommt da die Pfütze her? Ist das Haus undicht? Oh, er freut er sich. Oh, ihr Süßen. Oh mein Gott. Oh, zuckersüß. Zuckersüß. So, die Liebe ist ja jetzt schon im zweiten Trimester. Es dauert nicht mehr lang. So, dann geh mal zu deinem Mann. Sag, er soll Feierabend machen. Ist schon spät genug. Hast du heute auch mal noch Feierabend, mein Liebling? Oder schreibst du die ganze Nacht durch? Oh, die zwei sind so süß zueinander. Zuckersüß. Absolut zuckersüß. So, und dann würde ich sagen,
gibt es noch ein schnelles Techtelmechtel und dann schlafen die zwei Süßen auch. Und wir sehen uns morgen früh wieder. Es ist der nächste Tag. Owen ist gerade schon mit Emil eine kleine Gassi-Runde und hat jemanden kennengelernt mit Hund. Wie heißt sie denn? Supriya Delgado? I don't know. Auf jeden Fall haben wir jetzt jemanden kennengelernt aus der Stadt, was schon mal sehr gut ist. Und jetzt kann er auch nach Hause gehen, denn er hat auch ziemlich Hunger. Amber hat schon was zum Frühstück gemacht und auch schon gegessen. Es gab Pfannkuchen, die echt lecker aussahen. Und sie hat auch schon ein paar Mochis gemacht, die wir verkaufen können. Aber ich glaube, ich tue die mal noch in den Kühlschrank, weil ich nicht weiß, ob wir heute zur Bäckerei gehen können. Ihren Arzttermin haben sie um 15 Uhr. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann kann... Hat er jetzt ernsthaft den Hund einfach nicht mehr mitgenommen? Der Hund ist da drüben. Gut! Komm her, Emil. So, dann darf Owen jetzt auch noch sich ein Gerücht nehmen und gemütlich frühstücken. Und ihr geht's eigentlich echt gut. Überrascht. Sie könnte sich mal noch schon mal umziehen für den Arzttermin. Oh, vielleicht ist das zu... Oh, sie schiebt schon echt eine riesige Kugel jetzt. Wir müssen auf jeden Fall noch ein Bild machen, wenn sie schwanger ist. Ich denke mal auf der Babyparty. So, jetzt hat sie sich umgezogen. Dann kann sie noch mal schnell aufs Klo. Und dann gehen wir auch direkt los, würde ich sagen. Oh, wie gut ihr einfach der Babybauch steht. Ich werde ihn jetzt schon vermissen. Ich vermisse ihn jetzt schon, wenn er weg ist. So, dann rufen wir mal unseren Geburtshelfer an. Das ist der Realistic Childbirth Mod. Falls ihr den noch nicht kennt, ich verlinke euch hier mein Video, wo ich den vorstelle. Und da gibt es jetzt auch die Möglichkeit, zum Ultraschall zu gehen. Und das wollen wir natürlich machen. Wir nehmen unseren Ehemann natürlich mit. Und los geht's. Da sind wir. Das Krankenhaus in Willow Creek ist es, glaube ich. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal das Ultraschallzimmer suchen. Das müsste hier sein. Das hier, oder? Ich glaube, ja. Ultraschalluntersuchung starten. Und dann nehmen wir einfach mal die Airi und los geht's. Das ist so cool gemacht in dem Mod, Leute. So gut gemacht. Da sieht man jetzt gleich richtig das Baby im Ultraschall, wie bei einem echten Ultraschall halt auch. Guckt es euch an. Guckt es euch an. Und ich habe mir überlegt, ich verrate euch das Geschlecht noch nicht. Das erfahrt ihr dann auf der Babyparty. Da kann man nämlich ein Gender-Reveal machen mit so einem Kuchen, habe ich gesehen. Und das möchte ich mal ausprobieren. Ich hoffe, das funktioniert ohne Mod. Ich war mir sicher, ist das im Erweiterungspack dabei oder nicht? Wir werden es rausfinden. Auf jeden Fall erfahrt ihr das Geschlecht erst auf der Babyparty. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger. Basierend auf der Ultraschalluntersuchung sieht es so aus, als würden Sie ein gesundes Baby erwarten. Bisher sieht alles gut aus, aber wir werden Ihre Schwangerschaft und die Entwicklung des Babys weiterhin überwachen, um sicherzustellen, dass alles auf Kurs bleibt. Dies ist eine aufregende Zeit und wir sind hier, um Sie bei jedem Schritt zu unterstützen. Sehr schön. Und wie gesagt, das Geschlecht verrate ich euch noch nicht. Ich weiß es, aber ich verrate es euch noch nicht. Gemein, gell? Gut, dann gehen wir wieder nach Hause. So, die ganze Family macht jetzt noch einen entspannten Spaziergang um den See. Es ist echt grandioses Wetter heute. Also das finde ich schon schön. Das ist schön an dem Pack, dass man da jetzt echt mit der ganzen Familie um den See spazieren kann. Man kann auch joggen oder walken. Aber da wir eine Schwangere dabei haben, spazieren wir lieber ganz gemütlich. Schade ist, dass die zwei sich nicht an der Hand nehmen können. Aber... ist auch okay. Herrlich, herrlich, herrlich. Welches Trimester hat sie denn jetzt? In 4 Stunden hat sie schon das dritte. Okay, dann wird es definitiv morgen Zeit für die Babyparty. Können wir eigentlich jetzt schon mal planen. Und zwar für Mittwoch. Eine Babyparty. Zu den Gold-Level-Belohnungen gehört eine neue Wiege. Lade Freunde und Verwandte ein, um die Erweiterung deines Haushalts zu feiern. Ob Schwangerschaft oder Adoption, die Aufnahme eines neuen Familienmitglieds ist ein wichtiger Moment im Leben. Wer gefeiert wird, ist definitiv. Als Gastgeber nehmen wir auf jeden Fall die beiden. Gast machen wir, ja, wir kennen halt nicht so viele. Wir nehmen jetzt einfach mal die Leute, die wir kennen. Ich hoffe, wir finden bald neue Freunde. Ich möchte auch eigentlich noch Ambers Eltern erstellen, dass wir zumindest so ein bisschen Familie haben. Aber mal gucken. Feiern tun wir auf jeden Fall bei uns zu Hause. Und wann fangen wir dann an? Ja, um 12 direkt, oder? Nicht, dass das Baby vorher... Vielleicht sollten wir früher anfangen. Machen wir einfach ein Frühstück draus, komm. Wir fangen um 9 Uhr an. Oh, es ist geplant. Das ist sehr schön. Oh, sie sind stehen geblieben. Oh, wie sie sich anschauen. Guckt sie euch an. Absolut verliebt. Ist es nicht süß? Oh, wie kann man
man sich sogar hinsetzen. Wow. In den Wasserpark möchte ich auf jeden Fall auch mal noch gehen. Wo rennt er denn jetzt hin? Man weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall gerade vorausgerannt. Okay, ich würde den Part dann auch an der Stelle schon beenden. Im nächsten Part werden wir dann die Babyparty feiern und ihr erfahrt das Geschlecht. Ich hoffe, euch hat der erste Part gefallen. Ich hoffe, Amber und Owen und natürlich Emil gefallen euch. Und ich freue mich schon sehr auf den nächsten Part. Ich bin gespannt, wie die Babyparty so verläuft und ob das mit dem Kuchen klappt, wie ich mir das so vorstelle. Wir werden sehen. Falls euch der Part gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Lasst sehr gerne ein Abo da. Und mir fällt gerade ein, schreibt doch gerne mal Namensvorschläge. Ich weiß, ihr wisst noch nicht, ob Junge oder Mädchen, aber schreibt einfach mal für beides ein paar Namensvorschläge in die Kommentare und dann suche ich mir da was raus im nächsten Part. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss!